Hallo YouTube. Ja, wir packen heute die Seagate Expansion aus. Das ist eine externe USB 3 Festplatte. Und zwar nicht die Festplatte aus diesem Karton, sondern die Festplatte aus dem eigentlichen externen Gehäuse. So sieht das gute Stück aus. Ja. Gut, zum Vorgänger gibt es eine Menge Videos, zu dem hier noch nichts. Deswegen mache ich das Ganze auch. Ja, legen wir noch mal kurz beiseite. Was braucht man an Werkzeug? Zwei Kreuzschraubendreher, einmal einen großen, einmal einen kleinen. Dann irgendwie so ein Tool, um was aufzudrücken. Hier dieser Hebel. Ja, einen dünnen, festen Schraubendreher. Ich glaube, so ein 3 oder 4 mm. Und dann noch ein Skalpell, um überhaupt, ja, das Ganze ein bisschen zu öffnen zu können. Ja, fangen wir einfach an. Erstmal brauchen wir die zwei Sachen. Und zwar, ja, fangen wir da an, auf der Unterseite, wo diese Löcher sind. Da werden wir nicht gleich gegen diese Platte drücken, weil sich das hier rundherum öffnen lässt. Als erstes müssen wir nämlich quasi einmal, sind so Klammern, die ineinander greifen, die lösen. Und dann können wir das Ganze auch aufdrücken. Dazu gehe ich hier mit dem Skalpell rein. Genau, um das ein bisschen aufzubiegen. Und dann muss man mit dem anderen Tool quasi in diese Lücke kommen. Genau, da habt ihr Klacken gehört. Und das müssen wir jetzt einmal so entlang schieben. So, das war quasi schon der schwerste Part der ganzen Sache. Die Werkzeuge brauchen wir eigentlich nicht mehr, wenn es geklappt hat. Und jetzt müssen wir, am besten leuchtet man mal rein, weil hier ist noch eine Platine. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht gegen diese drückt. Aber fangen wir einfach mal in der Mitte an, weil die Platine ist nur in diesem Bereich. So, genau, in eine Richtung lässt sich das Ganze so reinschieben. Und wenn man hier sieht, biegt sich das auch schon leicht auf. So, da muss man ein bisschen Gewalt anwenden. Dann klappt das aber relativ einfach. Da muss man quasi die ganze Seite aufbekommen. So, haben wir es. Jetzt mal hier hinten. So, komm schon. So. Dann brauchen wir den Schraubendreher auch nicht mehr. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch aufzerren quasi. So. So sieht das gute Stück von innen aus. Wie man sieht, die Klammern gehen leider leicht kaputt. Das lässt sich zumindest nicht verhindern. Zumindest nicht so, wie ich das Ganze aufmache. Gut. Sobald man das gemacht hat, kann man die Festplatte rausnehmen. Und da ist das gute Stück. Ja, dann kann man hier diese Dämpfer abnehmen. Mit dem großen Schraubendreher die Halterung rausdrehen. Da muss man ein bisschen Gewalt aufwenden. Die sind relativ fest. Okay. Oder auch nicht. Zumindest bei den bisherigen, die ich immer aufgemacht habe. Hier noch eine Schraube, die müssen wir auch noch lösen. Dafür den kleineren Schraubendreher.
Und ja, das war es gerade schon. Jetzt kann man noch diese Folien hochhebeln. Also muss man die hochhebeln. Zack, das Ganze auf der Oberseite auch. Ja. Hier. Und schon kann man das Ganze abnehmen. Und schon hat man eine ganz normale SATA-Festplatte zu einem günstigeren Preis. Dafür aber halt keine Garantie mehr. So, ja, wenn ihr jetzt das Ganze noch eine andere Festplatte einbauen wollt, müsst ihr darauf achten, dass er hier diese Klebeflächen vielleicht schützt. Hier ist jetzt kein Problem, aber bei anderen Festplatten könnt ihr damit Kontakte abdecken und gut schließen. Deswegen da vielleicht noch ein Stück Papier zwischenmachen oder die Folie von der Unterseite komplett abnehmen. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Ganze geholfen und viel Erfolg beim Nachmachen. Ciao.